Herr Schlüe, wir haben sowieso mit unserem Milizsystem einen Vorsprung. Aber ich möchte noch dazu sagen, Ihnen vielleicht etwas mitgeben in die Post, die Sie mitnehmen ins Bundeshaus. In dieser Variante, die Sie jetzt geschildert haben, könnten wir nämlich auch die differenzierte Diensttauglichkeit wieder aufnehmen. Genau, ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir in diesem Land sehr viele hochqualifizierte, handicapierte Menschen haben, Männer und Frauen, die im Rollstuhl sind, die vielleicht das Gebrechen haben und darum nicht zu der Infanterie können. Aber zu dieser Cybertruppe wären die doch ideal. Und ich bin überzeugt, ein Haufen von diesen Leuten, die heute Invalidenrenten überkommen oder müssen zahlen, wie sie nicht Dienst leisten, wären bereit, dem Land zu dienen, genau auf dem Gebiet, wie es den Kopf braucht und um viele Finger. Das ist Stoff für Vorstöße, stelle ich fest. Wir haben eine dritte Frage im Publikum auf der Straße gestellt, nämlich die, wie man die Bedeutung des Nachrichtendienst einschätzt im Blick auf die modernen Konflikte, die wir haben, auch zum Beispiel die Auseinandersetzungen um die Währungen und um die Finanzen. Jetzt wollen wir mal schauen, was da die Meinung der Leute auf der Straße ist. Ich finde es gut, wenn man neutral orientiert wird. Und das kann sicher vielleicht eine staatliche Stelle ebenso gut wie eine private, oder? Eher noch besser, weil sie ja finanziell einfach vom Staat abhängt und nicht von Sponsoren oder von Werbeträgern. Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Nachrichtendiensten auf der Welt würde auch schon etwas bringen. Ich denke, das ist eine von seinen Hauptaufgaben, dass er auch in diesem Bereich forscht oder schaut, wo Gefahrenpotenzial vorhanden ist. Das tut die Konflikte nicht lösen, denke ich. Also von dem her gesehen ist es keine Hilfe, nur eine Information. Die Schweiz ist ein bisschen überall drin, auch sogar wenn sie nicht in der EU ist, aber mit dem Schengen-Vertrag so muss sie ja ein bisschen mitspielen. Ich nehme jetzt an, das ist gut abgeklärt worden, dass es etwas Wichtiges ist und wenn es so ist, dann finde ich, sollte man wachsam bleiben. Ohne gerade in Hysterie zu verfallen. Der Nachrichtendienst ist in der Lage, Informationen aus dem Untergrund zu sammeln und dann auch an die Politik und die Sicherheitsbehörden, die Innenministerien weiterzugeben. Ich denke, eine große Bedeutung. Menschen müssen lernen, umgehen mit Konflikten zu leben. Und dazu ist es natürlich notwendig, auch Informationen über Konflikte zu bekommen. Und die Journalisten haben, glaube ich, die wichtige Aufgabe, diese Konflikte eben auch ehrlich und wahrheitsgetreu darzustellen. Und das kann nur ein neutraler Nachrichtendienst. Also man hört eigentlich keine radikale Absage an nachrichtendienstliche Aufklärung. Wir haben jetzt in diesem Zusammenhang eigentlich nicht Datenschutz erlebt in der Schweiz, sondern Datenklau. Hat das einen Zusammenhang mit dem Nachrichtendienst? Also nicht direkt mit dem Nachrichtendienst, aber es sind zum Teil nachrichtendienstliche Methoden angewendet worden. Ich möchte einfach noch mal daran erinnern, wir sind trotz allem Masochismus, den wir gemacht haben in der letzten Zeit, das Erfolgsmodell. Wir sind der einzige der funktionierende direkte Demokratie, wo der Bürger noch etwas zu sagen hat. Stellen Sie sich vor, wie viel die deutschen Bürger etwas wollen sagen, zu der Politik zum Beispiel. Der Staat hat Vertrauen in uns. Wenn wir dienen, kommen wir eine Waffe über, die wir daheim aufbewahren dürfen. Wir sind stolz darauf. Wir sind ein Denk- und Werkplatz, trotz allem mit grossem Erfolg. Wir haben einen erfolgreichen Finanzplatz mit 13-15%, wo er dazu beiträgt zum Bruttosozialprodukt. Und. Wir haben innere Ruhe und Ordnung. Und man sagt ja normalerweise, Mitleid ist gratis, aber Neid muss verdient werden. Und der Neid, der steuert natürlich dann gewisse Operationen, gewisse Druck, gewisse Erpressungsversuche, wie wir es erlebt haben. Und da spielen die ausländischen Nachrichtendienste im Auftrag von ihren Regierungen, von ihrem Finanzminister, selbstverständlich eine Rolle. Darum habe ich vorhin gesagt, ein Staat hat keine Freunde, ein Staat hat nur nationale Interessen. Und auch wenn wir jetzt die jetzigen Verantwortlichen mit diesen Nachrichtendiensten zusammenarbeiten im Ausland, sind sie sich immer bewusst, dass sie vielleicht morgen wieder eine Operation starten müssen, die in die Schweiz geht, indem man einen Banker besticht und dem entsprechend Geld gibt, dass er CD kann abladen kann. Ich werde einfach daran erinnern, schon im Kalten Krieg und auch noch heute gibt es drei erfolgreiche Methoden, um zu etwas zu kommen. Das ist Geld, das ist Alkohol und das sind Frauen.
Und in diesen Fällen, die wir jetzt erlebt haben in der letzten Zeit, wo zweifellos Nachrichtendienste eine Rolle gespielt haben, der Bundesnachrichtendienst in Liechtenstein, bei der HSBC in Genf sehr wahrscheinlich auch staatliche Dienste, damit müssen wir leben. Das ist ein Teil von der Beurteilung von der Lage von der obersten Führung, wo der Chef vom Nachrichtendienst beratet. Wir kommen gegen den Schluss. Was haben wir so in den nächsten Wochen, Monaten bis Ende Jahr noch so zu erwarten? Wir haben Paketbombe als Stichwort. Also, es ist da einiges im Tun. Wie schätzen Sie die Lage ein? Was sicher die Nachrichtendienste bis Weihnachten, aber auch über Weihnachten aus sehr ernst werden nehmen, das sind die Ankündigungen von Al-Qaida. Al-Qaida einerseits die Warnung, die man bekommen hat im September aus dem Raum Afghanistan. Es werden Anschläge verübt in Europa, schwergewichtig, Frankreich, England, Deutschland, ähnlich wie vor zwei Jahren, am 26. November in Mumbai. Das ist das eine, die muss man sehr ernst nehmen, weil die Nachrichtendienste wissen, meines Wissens noch nicht, ob die Leute schon da sind oder ob sie erst kommen. Das ist der erste Komplex. Und der zweite Komplex ist der, den Sie erwähnt haben, mit diesen Paketbomben. Es gibt Leute, die sagen, dass sie Probeversuche waren, um dann richtig zuzuschlagen. Am 3. September ist so ein Frachtflugzeug abgestürzt. Al-Qaida hat dann das für sich die Verantwortung übernommen. Da ist man jetzt am Abklären, ob das so ist. Ich glaube, der islamistische Fundamentalismus als strategische Bedrohung und das Mittel zum Zweck, wo der Terrorismus ist, muss man sehr ernst nehmen. Und das, dem können wir nur vorbeugen oder etwas verhindern mit den koordinierten Nachrichtendiensten in ganz Europa. Wir haben ein weiteres Problem, das die Welt sehr stark umtreibt. Das ist der wachsende Gegensatz in Bezug auf die Währungspolitik zwischen China und den USA. Und das sind heikle Fragen, das sind Fragen, die Auswirkungen haben auf die ganze Welt, wie man das löst. Wie haben Sie dort eine Einschätzung? Sind dort nachrichtendienstliche Aktivitäten im Gang? In welcher Form? Also ich bin nicht mehr aktiv, ich weiss nicht mehr, welche Operationen das geführt werden. Da müsste man jetzt den Direktor Seiler fragen, aber er würde Ihnen die Frage nicht beantworten. Er beantwortet die gegenüber der Frau Bundesrätin Wittmer. Aber vielleicht anders gefragt, ist da Potenzial rum? Muss sicher man das ernst nehmen oder ist das etwas, was sich an der nächsten Konferenz wieder leitet? Nein, das muss man sehr ernst nehmen. Das sind kapitale, nationale Interessen sind da involviert. Nicht zuletzt USA gegenüber China, Indien und Brasilien. Also wir müssen davon ausgehen, ohne blaue Augen zu haben, dass China jedes staatliche Mittel einsetzt, um zu seinen Zielen zu kommen. Und das Gleiche in Amerika. Also CIA hat natürlich vor allem die Aufgabe, die staatliche Politik zu unterstützen und das zu machen, was der Präsident respektive seine Minister im Schild führen. Darum sollte man versuchen herauszufinden, was sind die Absichten. Was ist die Aufgabe, die sich der Schweiz darstellt? Auf was müssen wir speziell schauen? Also aufgrund von der Erfahrung der letzten drei Jahre, wo wir ja nicht sehr heldenhaft geführt worden sind politisch, möchte ich jetzt einmal als besorgter Bürger behaupten, dass man jetzt vor allem die Frühwarnungen ernst nehmen. Wir haben ja brillante Staatssekretäre auf dem Gebiet, das müssen wir sagen, auf die dürfen wir auch stolz sein, dass die Birnenkontakte, SEDA-Birnenkontakte, der Nachrichtendienst in einem gemeinsamen Effort Tatzeichen rechtzeitig erkennen, um dem Bundesrat sagen, schauen, da tut sich etwas, die entsprechende Massnahmen treffen, damit man nicht wieder reinrastet wie in den Fällen, die man in den letzten Jahren hatte. Wie könnten wir, ich meine, wir sind, kann man drehen und wenden, wie man will, ein Land mit einer Währung, die weltweit eine gewisse Bedeutung hat, die ein gewisser Anker ist, die ein gewisser Fluchtort ist, wo man hingeht, wenn man Vermögenswert gefährdet sieht. Was ist da zu erwarten? Da kommen wir natürlich auch unter Druck in dieser Rolle. Ja, da muss ich Ihnen sagen, da überfordern Sie mich. Ich bin nicht Finanzfachmann, ich bin Militärpilot, ich bin Ingenieur, ich bin Nachrichtenmann. Also ich meine, aber mit dieser Frage bin ich nicht. Machtpolitisch. Ja gut, machtpolitisch sind wir natürlich in dem Moment sind wir allein, wie wir erfolgreich sind. Man kann bei uns sehr viel holen. Also müssen wir davon ausgehen, dass auch sehr viele Diplomaten, die in der Schweiz sich aufhalten, dass die auch Nachrichten beschaffen, um eine Sonnenoperation gegen die Schweiz zu starten. Mhm. Wenn man in der Schweiz etwas holen kann, wird man bestrebt sein, das zu machen. Und das ist jetzt eine Frage der gemeinsamen Kräfte in unserer Verwaltung, in der Wirtschaft, in der Politik, dass man dem entgegenwirkt.
Also, wir sind am Ende von unserer Auseinandersetzung, von unserem Gespräch. Ich hoffe, wir haben interessante Informationen können vermitteln. Ich gehe jetzt eigentlich davon aus, dass die, die zugelassen haben, realisiert haben, dass es Probleme gibt, die wir ernsthaft verfolgen müssen und wo wir müssen wissen, was passiert auf der Welt. Und dafür müssen wir das entsprechende Instrument haben. Danke Ihnen fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie etwa in einem Monat an der nächsten Sendung wieder dürfen zu begrüssen und wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Dankeschön.